Maurice rastet einfach mal völlig aus. Mann, ich will nicht, dass du gehst, ja. Alter. Mann, die falsche Schlange. So eine Schlange soll ich nicht. Dina, geh weg, Alter. Geh raus, du falsche Schlange, Alter. Hä, aber was kann ich dafür? Zoe teilt gegen Gina aus. Die mit ihrem Intelligenzquotient sollte besser nicht denken. Die soll sich aufs Atmen konzentrieren, da hat sie genug zum Tun. Jetzt werde ich echt schon wütend. Und Gina ist zum 9000. Mal in dieser Staffel ganz, ganz doll traurig. Vicky hat mich verkauft und jetzt kommt sie zu mir und sagt, du mich gefallen. Nur wegen ihr, weil sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, verkaufe mich. All das und noch einiges mehr gab es in der neuesten Folge von Are You a One Reality Stars Enough 2022. Und ich glaube, es ist die 15., bin mir aber gerade nicht ganz sicher, die ich natürlich auch wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Wie immer gilt, die ganzen Folgen gibt's bei RTL Plus. Und am Ende der letzten Folge hat sich eine Matchbox-Entscheidung bei Amadou und Cecilia angebahnt. Aber eigentlich haben alle gedacht, dass Sophia Tomalla, die Moderatorin, doch den Kandidaten die Matchbox-Entscheidung jetzt bestimmt abkaufen wird. Und deswegen haben auch alle ganz gespannt auf ihre Taschen geguckt. Ich habe gar keine Taschen. Nix. Perfetto. Auf Wiedersehen. Ja, nochmals Erklärung für die Leute, die Regeln gar nicht kennen. Also die Matchbox-Entscheidung kann jetzt nicht verkauft werden, deswegen wird es gleich auf jeden Fall eine geben, was gerade für Maurice richtig blöd ist, weil da ist ja seine Cecilia in der Box. Deswegen ist er auch der Einzige, der sich nicht freut. Ah, und ich liebe diese schlafende Katze. Ihr seid alle so falsche Hunde, Alter. Ich schwör's dir, wir werden gleich diskutieren, die ganze. Naja, gut, Maurice, jetzt warte doch aber erstmal ab, denn wir müssen erstmal gucken, was jetzt in der Matchbox eigentlich rauskommt. Sind die beiden wirklich ein Perfect Match und wie füreinander gemacht? Oder ist es Fehlschlag Nummer 712? Und schade, jetzt schläft die arme Katze gleich nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, und ich weiß jetzt nicht, ob es an dem doch leicht übertriebenen Jubel lag oder an der Gesamtsituation, aber Maurice war auf jeden Fall völlig entsetzt. Und wie er da mit seinem grünen Anzug so rumstapft, sieht er ein bisschen aus wie ein wirklich, wirklich wütender Frosch. Bei mir die Sicherung durchgebrannt. Krass, oder? Emotionen sind so übergekocht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Maurice lässt sich dann kaum beruhigen und hält erst ein bisschen inne, als Cecilia dann endlich aus der Matchbox rauskommt und ihn mal in den Arm nehmen kann. Aber trotzdem gibt es für ihn nur eine einzige Schuldige. Die Herleitung habe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Mann, ich will nicht, dass du gehst, ja. Alter. Mann, die falsche Schlange. So eine Schlange soll ich nicht. Geh weg, Alter. Geh raus, du falsche Schlange, Alter. Hä, aber was kann ich dafür? Ja, da muss ich Gina jetzt ausnahmsweise mal zustimmen. Also natürlich, klar kann Maurice schon sauer auf sie sein, aber so schlimm fand ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht. Und deswegen entscheidet sich Maurice auch einfach, dass er stattdessen auf alle sauer ist. Weiß ich jetzt natürlich aber auch nicht, ob das so viel besser ist. Ey, die freuen sich so, als hätten die Jackpot gewonnen, Alter. Mach erstmal gut fürs Spielen. Mann, nee, Alter. Was ich an Maurice ja aber schon immer so ein bisschen süß finde, ist, dass er bei aller Wut trotzdem einfach nur an die Liebe denkt. Und ein kleines bisschen glaube ich ihm das sogar. Aber auch nur so zu 25%. Kind hat nicht verkauft, da wäre mir egal gewesen, weil Geld ist vergänglich. Ich hätte lieber nur schöne Momente gehabt. Und ausgerechnet bei diesem Standpunkt bekommt er dann auch tatkräftige Unterstützung von Calvin, denn wir erinnern uns, der ist ja auch nur bei Are You The One, um endlich die wahre Liebe seines Lebens zu finden. Und mit Gina und Carina und Franziska und Selina und dann wieder Franziska war da ja auch schon sehr viel echte Liebe für ihn dabei. Ich kann ihn verstehen so, weil es ist schwerer, eine Frau zu finden, die du gern hast, als Kohle zu verdienen. Das stimmt. Aber um es nochmal ganz kurz regeltechnisch zu erklären. Also dadurch, dass die beiden jetzt ein Perfect Match sind, bedeutet das, sie müssen die Villa auch relativ zeitnah verlassen. Was ja zum einen natürlich bedeutet, dass Cecilia weg ist, Amadou aber natürlich auch. Und der ist jetzt auch gar nicht so mega begeistert davon. So schnell kann es vorbei sein. Ey. Das ist echt beschissen. Ey. Wir müssen uns aber alle zusammenreißen und wirklich versuchen, das hier zu gewinnen. Also. Immerhin haben Maurice und Cecilia dann aber noch die Gelegenheit genutzt, sich doch relativ emotional voneinander zu verabschieden. Und wer weiß, vielleicht werden sie ja irgendwann draußen ein Liebespaar heiraten, kriegen 17 Kinder und die sind dann alle genauso wie Maurice. Also
kleine wütende Frösche. Und wir waren so doof, haben uns immer so doof angemacht. So, weißt du, meine? Ich weiß. Aber ich war auch nicht immer cool so. War nicht immer richtig so, ich schwöre. Wir können es hier draußen besser machen, wenn es... Aber ich war nicht immer richtig von mir. Ich schwöre, mein Gott, war nicht richtig so. War so eine Scheiße. Was soll ich dir sagen? Jetzt haben die es nicht mehr losgelassen. Wollte es auch nicht gehen lassen. Schließlich muss er sich aber gehen lassen. Und auch dabei gibt es dann doch noch ziemlich viele Tränen. Während Micha im Hintergrund so aussieht, als wäre ihm ganz doll langweilig und er würde lieber Fußball gucken. Ja. Eine tolle Frau, ehrlich. Ein toller Mann. So, nun haben wir uns ja bisher aber überwiegend drei Personen angeschaut, die leiden. Es gibt ja auch noch Amadous Fast-Freundin Isabelle und die ist doch auch ziemlich traurig. Müssen wir nur mal abwarten, wie lange das denn im Folgenverlauf auch so bleibt. Ich habe so viel geweint irgendwie, keine Ahnung. Und ja, es wird jetzt auf jeden Fall sehr komisch, dass er nicht mehr neben mir schläft. Da muss ich mich auch erstmal wieder so dran gewöhnen. Ach ja, ein trauriger Abend. Und dann wird's noch schlimmer, denn Franzi spricht nochmal mit ihrem Kelvin und gibt ihm schon wieder einen Korb. Das ist dann, glaube ich, jetzt auch schon der 12. bisher in dieser Staffel. Ich glaube, du bist ein ganz, ganz großes Arsch. Deswegen genau. Kann das halt nicht zwischen uns passen. Eben, genau. Ja. Und weil das nicht zwischen den beiden passen kann, möchte Franzi dann auch weiter Zeit mit Kelvin verbringen. Ein bisschen geht's mir wie ihm, aber vielleicht erklärt es uns ja irgendwann nochmal jemand. Warum sagt die Franzi solche Sachen zu mir so, ne? So, ja, du bist ja so einer oder so, ne? Und macht da so ein Ding draus so. Jedenfalls nutzt Franzi das Gespräch dann auch nochmal deutlich zu machen, dass sie ganz anders ist, als Kelvin sie wohl in seinem Kopf abgespeichert hat. Denn in Wirklichkeit ist sie nicht nur Nobelpreisträgerin, sondern auch noch ziemlich stark. Also, pass mal auf. Ich glaube, du unterschätzt mich, Freundchen. Ich unterschätze dich nicht. Doch, ich glaube schon. Warum? Weil wenn ich etwas ernst meine und wirklich auch sage, das habe ich keine gesagt. Ahnung was, ne, könnte ich dich definitiv stoppen. Stoppen? Ich bin ehrlich, ich habe Franzi jetzt wirklich nicht so zu 100% verstanden. Hier, Franzi, kannst du uns das bitte noch mal ein bisschen genauer erklären? Ich glaube, der Kelvin unterschätzt mich, weil ich halt hier eine sehr, sehr ruhige Person bin. Aber... Pech gehabt, ne? Wenn er nicht den Drang hat, mich näher kennenzulernen, sage ich mal so. Ach so, und weil Kelvin sich nicht genug um sie bemüht, entscheidet Franzi dann ja quasi, dass sie dann auch nicht mehr an Kelvin interessiert ist. Und das zeigt sie, indem sie dann weiter an Kelvin interessiert ist. Okay. Ich finde ihn ja schon nach wie vor sehr sympathisch und toll und deswegen mal gucken, was die Zeit jetzt noch so bringt. Okay, Leute, ich habe hier mal ganz kurz eine Frage. Und zwar weiß ich, dass ich überwiegend weibliche Zuschauer habe. Gerade bei solchen Formaten sind es, glaube ich, um die 70%. Kann mir bitte einer von euch, was Franzi ganz genau meint, mal in den Kommentaren erklären? Weil es geht mir genauso wie Kelvin. Und so möchte ich nicht sterben. Bei Franzi blicke ich einfach nicht mehr durch so. Da lobe ich mir ehrlich gesagt Max und Selina. Denn bei den beiden ist es ganz, ganz simpel. Max will unbedingt, Selina eher nur so mittel. Wer hilft mir da mal ein bisschen Druck abzulassen? Das ist eine sehr gute Frage. Das geht auch schnell, so 5 Minuten Handarbeit ist das Ding durch. Alter Max. Der Max kommt, glaube ich, langsam an seine Grenze. Nee, Selina, das Problem ist, dass er nicht kommt. Auch nicht an seine Grenze. Aber du, Max, jetzt mal ganz mal so nebenbei. Meinst du das jetzt eigentlich ernst oder ist das nur so dummes Gerede? Es ist auch immer ein bisschen Spaß dabei. Aber hinter jedem Spaß ist auch ein bisschen ernst. Okay, ein Paar, das dann in der nächsten Nacht einen Schritt weitergegangen ist, das ist Anna. Die durfte nämlich tatsächlich mit ihren Händen die Gitarre stimmen, was ich zum einen erschreckend finde, weil es Micha ist und zum anderen erschreckend, weil es Micha ist. Aber er hat halt schon so ein bisschen, hatte sich da was angestaut und... Da mal kurz Hand eingelegt. Na gut, aber während Anna immerhin am nächsten Morgen gute Laune hat, hat Maurice die überhaupt nicht. Und er hat 2 große Feindbilder. Zum einen nämlich die Sonne, weil seine Arme immer noch abhellen und ich langsam echt Angst habe, dass der arme Mann an Hautmangel stirbt. Und zum anderen Gina. Ja, was Gina angeht, dass sie falsch ist, stehe ich immer noch zu. Die versucht heute nur ihren Arsch zu retten, weiß ich beide gestern, weil die Arzt genau weiß, die Aktion war nicht gut, weißt du? In Zoe findet Maurice dann auch eine Verbündete, denn Zoe kann Gina auch überhaupt nicht leiden. Und die nächste Beleidigung ist durchaus kreativ. Ich glaube, ich notiere mir die mal. Die mit ihrem Intelligenzquotient sollte besser nicht denken. Die soll sich aufs Atmen konzentrieren, da hat sie genug zum Tun. Jetzt werde ich echt schon wütend. Uff, ziemlich böse auf jeden Fall. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Franzi wohl am vergangenen Abend, ohne dass RTL das großartig thematisiert hat, auch einen nicht so guten Spruch gebracht hat. Der tut ihr am nächsten Morgen ganz doll leid. Boah, der Spruch gestern, glaube ich, war ein bisschen gemein, ne? Den Rest
Was habe ich denn da gesagt? Ja, gute Frage, denn wie gesagt, RTL hat uns das bisher verschwiegen. Glücklicherweise haben die aber mal zurückgespult und die entsprechende Stelle gezeigt. Das war jetzt aber wirklich nicht so nett, Franzi. Reste Ficker auf. Ja, das hat man bemerkt, du. Wo? Okay, der war klar. Um das ganz kurz zu erklären, damit meint Franzi natürlich Selina, denn mit der hat Calvin ja in den letzten Folgen, sagen wir mal, ein bisschen etwas angefangen. Wie gesagt, nicht besonders nett, was ich aber ganz gut finde, ist, dass Franzi sich deswegen gleich was vornimmt. Nicht, dass Selina mir das krumm nimmt. Kannst du ja schon mal sagen. Ja. Dass ja gestern, dass dir das einfach aus Spaß rausgerutscht ist. Ja. Ist sie darauf vorbereitet. Ja. Sonst kommt sie mich heute Abend. Oh, stimmt. Und tatsächlich bietet sich dann auch sehr bald danach die Möglichkeit, dass Franzi mit ihr sprechen kann. Und das macht sie dann auch. Und sowas finde ich immer gut. Deswegen gibt es auf jeden Fall bei mir 2 Pluspunkte. Bei Selina sind es, glaube ich, allerdings eher so 4 Minuspunkte. Kevin und ich haben uns so ein bisschen geneckt. Keine Ahnung was. Ja. Ne? Und dann meinte ich, ja, und du bist hier der Resteficker. Bitte? Reiß dich zusammen in Zukunft, ja? Ja. Ist nicht so geil, das Wort. Ist ganz klar. Okay, war Selina jetzt, wie ich fand, eigentlich relativ cool reagiert. Und auch sie gehört ja zu den Leuten, die immer auf Ehrlichkeit pochen. Insofern kann sie sich eigentlich auch gar nicht beschweren, dass ihr das gesagt wurde. Das ist sie dann aber natürlich durchaus ein bisschen beschäftigt. Das hat man auch gemerkt. So was wird mir auch nicht mehr passieren. Also auf einer Seite glaube ich der Franzi schon. Auf der anderen Seite glaube ich ihr nicht so. Ja, weil wie schon gesagt, was man sagt, das meint man so ein bisschen auch. Dann wollte RTL, glaube ich, die Stimmung ein bisschen aufhellen und es gab wieder eine total nicht begründete Party, diesmal mit einem Bauarbeiterthema. Und bei der Hitze diese scheiß Plastikhelme zu tragen, macht bestimmt einen mega Spaß. Und für Isabelle wurde das Ganze dann auch noch zum Spießrutenlauf. Der Maurice kann es wohl irgendwie nicht so nachvollziehen, dass ich jetzt, nachdem Amadou ausgezogen ist, Spaß habe und am Feiern bin und mich nicht wie ein Trauerkloß neben ihn auf den Barhocker setze. Stimmt, deswegen hat Maurice sich auch einen Spaß daraus gemacht, tatsächlich übrigens die ganze Zeit mit dem dämlichen Helm da zu sitzen und Isabelle einfach nur finster anzustarren. Interessanterweise zusammen mit Gina, die er vor ungefähr 4 Minuten und gestern noch ganz doll gehasst hat. Das ergibt jetzt in meiner Welt auch schon wieder keinen Sinn. Was ich dann halt einfach nicht nachvollziehen kann, dass mich beide die ganze Zeit anschauen, über mich reden und sie nicht mal irgendwas dazu sagt, so wie hey, reicht jetzt mal oder nein, weil das habe ich für sie immer getan. Bei der Party selbst sagt Isabelle dann noch nichts. Später allerdings gibt es eine Gelegenheit, mit Gina zu sprechen und die nutzt Isabelle dann auch wiederum. Und dann kann das Drama wie üblich seinen Lauf nehmen. Ich finde die Situation einfach fake, sage ich ganz ehrlich. Gestern springt ihr euch fast an den Hals und dann sitzt ihr zusammen da und redet über mich. Ausgerechnet mit Maurice. Nachdem die beiden gestern so einen Ärger hatten, das ist für mich einfach nicht... Kann ich mir nicht erklären. Das wiederum kommt dann bei Gina nicht so gut an. Kann ich einerseits verstehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Ich bin in der Sache eher so ein bisschen auf Isabels Seite. Aber egal, Gina nimmt das auf jeden Fall wieder ganz doll persönlich und rastet ein bisschen aus. Die ist aber manchmal auch generell fragiler als eine chinesische Vase. Ich habe schon den Namen, Witzableiter. Jetzt stellt sie sich gegen mich. Obwohl ich diese scheiß Matchbox-Entscheidung nur wegen ihr verkauft habe. Genau, denn kleine Erinnerung, vor ein paar Folgen hat Gina ja mal eine Matchbox-Entscheidung verkauft. Damals war das so, weil sie unbedingt mit Isabelle, ihrer besten Freundin, ganz viel Zeit verbringen wollte und in dem Format bleiben. Und das hat ihr jetzt niemand gedankt. Also Gina, raste bitte einfach weiter aus. Vicky hat mich verkauft und jetzt kommt sie zu mir und sagt zu mir, fall nur wegen ihr, wenn sie zu mir gekommen ist und gesagt hat, verkaufe mich. Bisher muss man allerdings sagen, haben Ginas Ausraster auch immer dafür gesorgt, dass ganz viele Leute gekommen sind, um sie zu trösten und so. Ich glaube, die meisten nahmen es aber langsam doch ein bisschen satt. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass die Herde entschieden hat, das kranke Tier sich jetzt endlich zu Tode strampeln zu lassen. Herr Gina ist am Wein unten. Ich habe kein Mitleid mehr. Die weiß ganz genau, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann. Und sich Sendezeit, sag ich jetzt mal, holen kann. Was, Zoe, möchtest du damit etwa andeuten, dass Gina manchmal nur droht, ein Format zu verlassen, damit sie sichere Sendezeit hat und deswegen noch ein bisschen mehr Fame bekommt? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, Gina wird jetzt das Format wirklich verlassen. Oder, Gina? Danke, dass ihr für mich da seid.
Ich bleib jetzt. Alles klar. Damit war dann ein Großteil der Folge auch schon wieder vorbei. Allerdings gab es noch einen großen Punkt, den wir erledigen müssen. Und da ja immer fleißig gestichelt wird, freue ich mich schon drauf. Ich tendiere dazu, dass die Matching Night heute katastrophal ausfällt. Na, das will ich doch auf jeden Fall hoffen, dass sie katastrophal ausfällt. Aber als erstes gab es dann jedenfalls eine wundervolle Diskussion zwischen Gina und Isabel. Denn so ganz war das Thema ja noch nicht beendet. Noch mehr Drama. Ja, seit heute bin ich da auch ein bisschen enttäuscht. Und von ihr dann irgendwie so einen Schlag in den Nacken zu kriegen, tut weh. Verständlicherweise sieht Isabel das ganz anders. Und was ich generell mal an ihr positiv hervorheben muss, ist, dass sie das immer relativ sachlich erklären kann, ohne dass man gleich das Gefühl hat, sie rastet aus. Ist jetzt vielleicht für ein RTL-Format ein bisschen langweilig, aber finde ich wesentlich angenehmer als dieses ewige Rumgebrülle. Meine Ansicht ist einfach, dass wenn andere über sie schlecht gesprochen haben, dass ich nie neutral war oder mich rausgehalten habe und mir das hab schön anhören lassen. Dann nichts dazu sagen, ich bin neutral. Sorry, aber das hat für mich auch nichts mit Loyalität dann zu tun. Dann wurde es aber doch noch ein bisschen lauter und die beiden haben darüber gestritten, wer von ihnen denn jetzt neutraler ist. Wobei beide ja eigentlich durch den Streit schon zeigen, dass sie eigentlich gar nicht neutral sind. Ich war einfach okay, neutral, Isabel. Ich musste die letzten Tage so viel Scheiße einstecken. Ich habe mich ja, aber dann kannst du doch einfach ich sagen, hatte keine Scheiße, mich dazu zu äußern. Ja, aber das ist das, was mich gestört hat. Das okay, das ist deine gesagt. Ansicht, aber ja, meiner Meinung nach Ansicht. Gut. So sieht es jetzt aus. Diesmal durften übrigens wieder die Männer wählen. Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen. Felix hat zum Beispiel Gina genommen. Fabio war dann unter anderem auch dran. Und der hat sich, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlich entschieden. Und auch in dem Zusammenhang gab es gleich wieder Streit. Ich denke, dass Sana mein Perfect Match ist. Mhm. Es ist tatsächlich vielleicht ein bisschen zu spät. Auch weil ich mich nicht vorher geäußert habe. Aber Michael, warum lachst du da so? Ich finde das amüsant. Warum? Er findet das sowieso lustig, weil er sein schon befriedigt hat. Fabio. Einfach nur amüsant, so. Ist super, ja. Alles klar, das verspricht in Zukunft noch interessant zu werden. Lukas hat sich dann übrigens Zoe ausgesucht und die hat ja noch was Wundervolles zu Gina gesagt und wir kennen ja unsere Moderatorin Sophia Tomalla, die droppt das dann natürlich gleich nochmal. Ach, das macht aber richtig Spaß heute. Gina soll sich mehr aufs Atmen konzentrieren bei ihrem IQ, hast du gesagt. Nein. Ich habe gesagt... Ich habe gesagt, man kann ja nicht von jedem den gleichen Intelligenzquotienten verlangen. Wie bitte? Gina soll keinen hohen Intelligenzquotienten haben. Also das kann sie auf jeden Fall überhaupt nicht verstehen. Und jetzt mal so ganz ohne Ironie. Ich persönlich halte Gina jetzt gar nicht für wahnsinnig blöd. Ich weiß ja selber am besten, wie hoch immer ein Intelligenzquotient ist. Wenn Zoe nachher das besprechen möchte, wäre ich auf jeden Fall offen für. Dann machen wir das. Gut, falls dich sonst noch die Matches interessieren, also Calvin hat unter anderem mal wieder Carina genommen, Ricarda und Pharrell saßen zusammen. Aber die eigentlich wichtige Frage ist ja sowieso, wie viele von denen passen denn jetzt perfekt zusammen? So, wie viele Lichter gehen heute an? Zwei Lichter habt ihr bereits, geht noch ein weiteres Licht an. Ja, das ist die große Frage, aber ihr könnt schon erahnen, hier gab es natürlich wieder den wundervollen RTL Cliffhanger, aber kein Problem, denn morgen gibt es ja schon die nächste Folge. Wenn du die sehen möchtest, würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, vielleicht ein Abo dalässt und ansonsten einfach immer für mich da bist, mein ganzes Leben lang. Aber das musst du jetzt sowieso wieder, denn sonst musst du Gina den Rest deines Lebens Atemnachhilfe geben.